Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Ich habe schon so viele Spiele, dass ich schon manchmal überlegen muss, was ich jetzt spiele. Und mit dir sind wir fertig, ne? Kannst du mir was beibringen? Ja, mit dem sind wir fertig, das haben wir alles gemacht. Gut, Quests über Quests. Schön. Was? Ja, ich habe sie gesehen. Die Geister dieser Insel. Ihre Ruhe ist gestört. Sie kriechen in unsere Träume. Ich rate dir, erlange nicht ihre Aufmerksamkeit. Keine Sorge, er hat nur einen ganz normalen Clasher. Alles spitze, alles gut. genau, Quests. Nur die Hälfte wert. Bla bla, Antigua. Wir sind jetzt auf Kilia, glaube ich. Ich glaube, wir sind auf Kilia, oder? Ich glaube schon, oder? Seekarte? Steht das irgendwo? Kilia. Jawohl, passt schon. Okay, ich habe mich richtig erinnert. Sachen gibt's. wir haben hier schon ein paar Quests, wie ihr sehen könnt. Buß von Nebel der Geist. Bei der Ankunft auf Kilia gab es eine Meuterei. Buß hat scheinbar den Verstand verloren. Ich muss herausfinden, was da los ist. Sprich mit dem eingeborenen Borbor. Ein Eingeborener namens Borbor beobachtet die Piraten am Strand schon eine ganze Weile, was er wohl im Schilde führt. Psittacus Kilitus. Kalitus. So. Cunningham. Denke ich mal, so heißt. Der Schiffsarzt ist fasziniert von der einheimischen Fauna und Flora. Er vermutet eine seltene Pflanze auf einer Anhöhe, die allerdings für ihn unerreichbar ist. Er besitzt einen Papageienzauber, den er mir zur Verfügung stellt, damit ich ihm die Pflanze bringe. Zerbrochenes Erbe. Er ist beim Lagerhaus auf Antigua zu finden. Und Streit um die Wasserquelle. Buddy erzählte mir, dass den Piraten so langsam das Wasser ausgeht und den Schnapsbauern brauen bald flach. Und das Schnapsbrauen bald flach fällt. So. Die Eingeborenen verweigern ihnen den Zugang zur Süßwasserquelle auf Kilia, die einzige Süßwasserquelle, die es dort gibt. Ich sollte sie aufsuchen und einen Deal aushandeln. Ich würde einmal sagen, das Einfachste wäre wahrscheinlich diese Pflanze hier auf der Karte einmal markieren tun da, ne? Mal schauen, wo wir da hin müssen. Und zwar da drüben. Großartig. Das heißt, wir müssen sowieso ins Landesinnere, so oder so. Da drüben gibt es eine Höhle, sehe ich gerade. Die ist vielleicht mal später interessant. Okay. Ich würde sagen, Waffenhändler und Feuerwaffenhändler hätten wir auch hier. Ich glaube, das brauchen wir noch nicht so. Wobei, Waffenhändler wäre schon geil, aber ich glaube, wir haben kein Geld. Bist du der Waffenhändler? Messer werfen. Was verkaufst du? Was kannst du verkaufen? Spinnenstachel. Eine Stichwaffe, Machete. Weil wir sind schon ein bisschen, das muss man schon sagen, mit unserem Krabbenmesserl sind wir da schon ein bisschen arm, ne? Würde ich mal sagen. Schattenwaffe, okay, da hat er nur Sachen zum Verkaufen. Handspiegel. Okay. Der hat jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, ne? Benutzbar, hat er sowieso nichts Gescheites. Okay, lassen wir es gut sein. Messer werfen für 100 Gold. Das wäre sicher auch nicht schlecht, das zu machen. Die Frage ist nur, ob wir das überhaupt wirklich können. Gespeichert hätten wir eh. Ich werde nochmal speichern. Dann, ich meine, wir könnten das schon probieren. Lass uns mal probieren. Lass uns Messer werfen. Na schön. Aber von mir kriegst du kein Gold. Und was ist dann dein Einsatz? Ein ganz besonderer Gegenstand. Ein Monokel. Ein Monokel? Ja, ich sage dir, wer das bei sich trägt, der sieht die Dinge klarer. Auf los geht's los. Los geht's. Okay, wie machen wir das jetzt? Also er zuerst, okay. Mhm. Erziele mehr Punkte als dein Gegner. Fortsetzen. Linke Maustaste. Halte beim Zielen und bewegt dann
Und dann loslassen. Messer werfen. Tja, es kann nicht immer klappen. Aha, okay. Haha, es kann nicht immer klappen. Okay, das ist zum Üben. Aha. Ich würde es gerne so probieren. Ja, schau, und 5 hat erwischt. Voll cool. Das war reines Glück. Ah, na sicher. So geht es aber nicht, mein Freund. Weil jetzt wäre es echt cool, wenn man permanent da, ne? So, ein bisschen in die Richtung, würde ich sagen. So, wir sind halt echt schlecht in dem, ne? Haha, jetzt zieh ich dich ab! Das befürchte ich auch, ja. Wir haben eh gespeichert, ich will es dann nochmal probieren, ich will das gewinnen. Aha, sicher! Arschloch. Das ist aber nett. Jawohl, getroffen. 10, okay. Noch ist nichts verloren. Noch ist nichts verloren. Wenn er das Messer nach vorn drückt... Alter, jetzt zieht er mich echt ab. Jetzt kann ich nicht mehr gewinnen. Das ist jetzt echt gemein. Verloren. Ja, Strick. Schön. Hey, das ist gemein. Endlich habe ich etwas gefunden, wo ich richtig gut drin bin. Ja. Versuch's einfach später nochmal. Arsch. Nochmal? Lass uns Messer werfen. Auf los geht's los. Ich muss sie üben. Los geht's. Der betrügt irgendwie, oder? 3. Ja, schön. Macht er das immer selber? Das heißt, ich muss wirklich alle 5 am besten... Boah, ne? Also so ungefähr, würde ich sagen. Alter, das war für nix. Okay. Ich dachte, wenn ich schön sanft werfe, ne, schön nach unten. Oh Gott, das verliere ich schon wieder. Ja, das verliere ich definitiv. Der ist viel zu gut, das Arschkind da, ne? Jawohl, getroffen. Das hat mich jetzt überrascht. Okay. Ja, schön. Ich muss echt schauen, dass ich Vorsprung krieg. Ich würde sagen, so. Ich hoffe, das gelingt mir nochmal. Yeah! Ach, Scheiße! Puh. Bis jetzt haben wir Glück. Aber der holt halt auch schneller auf, der Kerl. Es ist nicht so super. So, würde ich sagen. Oi, schade. Danke. Doch. Na, haben wir den 5er erwischt? Wie geil ist denn das? Das war nur Glück. Ui, jetzt holt er auf. Scheiße, jetzt sind wir wahrscheinlich Gleichstand, wenn wir Pech haben. Wenn ich Pech habe, so. Boah. Ah, Scheiße. Und wieder verloren. Ich bin schon gewillt, das zu laden, um Geld zu sparen. Wir haben noch einen Versuch? Hör auf. Echt jetzt? Okay. Ach, was hängt? Das ist unfair. Warum haut er denn jetzt drüber? Hey! Ach, Gusch. Lass uns Messer werfen. Auf los geht's! Scheiße. Und dann gewinne ich das, ne? Wenn ich mal Glück habe und dann habe ich haufenweise Geld verloren. Boah, ist das übel. Es ist halt echt ein Glücksding.
Naja, wenigstens ein Zweier. Ach, Gottchen. Aha, ein Vierer, schön. Ach, du Heilige. Ach, komm. Verdammt! Hä? Okay. Aha, ein Dreier, na schön. Jetzt erwische ich alles nur ein Fünfer nicht mehr. Ah, herrlich. So ungefähr. Yes! Ach, Scheiße! Ach, Scheiße. Ah, mit 5 erwischt, das ist sehr gut. Alter. Er hat einen 2er erwischt, ist gleich gut wie wir. Super. Es wäre gut, noch zweimal 5er zu erwischen. Nein! Das war zu tief. Das war zu tief. Scheiße! Natürlich, der zieht uns jetzt ab, ne? Ist wieder klar. Ah, das war zu hoch. Ja, verloren wieder. Um einen Punkt. Okay, das lade ich jetzt. Das ist. Das. Ja, ja, passt schon. Das lade ich jetzt nochmal. Das ist mir schon. Ich hoffe hier. Ja, natürlich hier. Passt schon. Das lade ich jetzt nochmal, weil schade um das Geld, ne? Ich möchte schon so wenig Geld wie möglich verbrauchen. So, also nochmal. Messer werfen bitte, bla bla. Jawohl, bla 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 bla. Ja, los geht's. Ich hoffe, ich krieg das jetzt in den Bart. Alter. So. Ja. Jawohl, Glück gehabt. Sehr gut. Volle Punktzahl, nicht übel. Ja. Wow, volle Punktzahl, nicht übel. Ah, so ein Dreck. So. Ah, das war zu hoch. Ja. Schieß vorbei, schieß vorbei. Schande. Schande! So. Ja, Glück gehabt. Ach, Scheiße! Glück gehabt. Komm, versage, 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 mach einen Pfusch. Natürlich macht er keinen Pfusch, der Arsch. Ist eh klar. Oh, das dürfte zu niedrig gewesen sein. Oh, Glück gehabt. Kacke. Glück gehabt. Wow. Aha, ein Zweier. Uiuiuiui. Okay. Yes, gewonnen. So muss das ausschauen. Sehr gut. Wie na? Hast du das nur gemacht? Ja, können. Du hast doch hoffentlich nicht betrogen? Nein. Sieht so aus, als hätte ich das nötig. Nein. Wir haben nur geladen. Dann rück mal den Gewinn raus. Ja, ja. Hier, das Monokel und dein Einsatz. Danke. Sehr gut. Gott sei Dank. 100 Gold erhalten. Das werden wir sofort speichern. So, und das Monokel haben wir natürlich auch bekommen. Sehr gut. Jetzt muss ich doch tatsächlich nachschauen, was denn das ist. Ist das für den Kopf? Oh, das ist ein Schmuck. Auch nicht wirklich. Monokel gehört doch aufs Auge. Hm. Vielleicht ist das aber auch benutzbar. Oder nur so zum Verkaufen. Ist das vielleicht ein Blunder? Monokel. Mit M. Hm. Muschel können wir auch aufmachen, da ist natürlich nichts drin. Hä? What the fuck? Kapitänshut.
Das ist es nicht. Beine kann es nicht sein. Füße kann es nicht sein. Ohrring auch nicht. Amulett auch nicht. Ring ist es auch nicht. Hä, wo ist das hin? Ich nehme mal alles. Ich will wissen, wo das Monokel ist. Weg. Ist das eine Quest? Nö, oder? Dass das vielleicht ein Questgegenstand ist? K. Monokel ist weg. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich es auch überblättert. Keine Ahnung. Schon mal einen Blick in Cunninghams Bücher geworfen? Nee. Kann nicht lesen. Echt? Mann, sogar ich kann lesen. Nein. Natürlich kann ich lesen, Idiot. Aber das Einzige, wofür man den Quatsch gebrauchen kann, ist, um sich den... Ja, ja, hab's kapiert. Was? Taschendiebstahl geht nicht. Kannst du es beibringen? Kannst du es beibringen? Was kannst du mir beibringen? Das können wir auch, gleich vermerken. Messerstecher, Dolchlern, kritische Treffer. Fernkampf zurück. Ciao. Und du? Na herrlich. Ein weiteres Maul auf der Insel, das es zu stopfen gilt. Ja, du mich auch. Ach, war nicht so gemeint. Bin in letzter Zeit etwas angefressen. Hier scheint jeder allmählich den Verstand zu verlieren. Die Rumration war auch mal größer. Und Weiber gibt's auch keine. Davon abgesehen liegt mir die Geschichte mit der Meuterei immer noch schwer im Magen. Wie ist die Stimmung hier im Lager? Ja, beschissen, wie es ausschaut, ne? Du siehst aus, als wärst du ein guter Kämpfer. Buß sagt, du schuldest ihm noch eine Lieferung. Erzähl mir was über die Piraten. Okay, ich würde sagen, von oben nach unten. Wie ist die Stimmung hier im Lager? Beschissen. Douglas ist weg. Und ich wette, Buß hat was damit zu tun. An Schlaf ist dir fast nicht mehr zu denken. Ehe du dich versiehst, hast du ein Messer im Rücken. Aha. Und in den Dschungel abhauen ist nicht. Der Eingeborenenstamm mag keine Fremden. Für den Anfang wäre mir schon wohler, wenn jemand nach Douglas sehen würde. Ich werde Douglas für dich suchen. Ich werde Douglas für dich suchen. Tu das. Hoffentlich findest du ihn in einem Stück. Ich verliere nur ungern einen guten Mann. Du siehst aus, als wärst du ein guter Kämpfer. Du siehst aus, als wärst du ein guter Kämpfer. Naja, ich will ja nicht überheblich wirken. Aha. Aber den einen oder anderen Trick habe ich schon drauf. Seekämpfe und Meutereien machen einen hart, weißt du? Wieso fragst du? Möchtest du, dass ich dir das Kämpfen beibringe? Naja. Bei dieser Spinnenplage auf der Insel ist es nicht verkehrt, sich verteidigen zu können. Buß sagt, du schuldest ihm noch eine Lieferung. Buß sagte, du schuldest ihm noch eine Lieferung. Boah, Junge, komm mir nicht mit der Geschichte. Hast du eine Ahnung, was Buß da von mir verlangt hat? Ein großes Fass Wasser, frisch geerntetes Zuckerrohr. Keine Ahnung, du wirst es mir bestimmt gleich verraten. Verdammt, ich weiß es nicht mehr. War er der mit dem Wasser? Na, der andere. Ich würde sagen Zuckerrohr, ne? Frisch geerntetes Zuckerrohr? Quatsch. Spinneneier wollte er haben. Was? Stück. Und? Und? Mann, du hast echt keine Ahnung, hä? Die Dinger sind absolut giftig. Mit 3 Eiern könnte er das ganze Lager umbringen. Eigentlich hatte ich gehofft, er hat das Ganze nicht ernst gemeint. Und jetzt kommst du. Meinst du, er wäre dazu in der Lage? Das findest du nur heraus, wenn er seine Eier kriegt. Und darauf kann ich verzichten. Aber du bringst mich auf eine Idee. Feuervogeleier sehen eigentlich genauso aus. Und sind absolut harmlos. Wenn du der Sache auf den Grund gehen willst, könntest du ihm die vielleicht unterjubeln. Hm? Klar, das wäre eine Idee. Ich mach das mal für dich. Ich werde Buß 3 Feuervogeleier bringen. Gut, mach das. Bin gespannt, was dabei herauskommt. Spiegelei. Erzähl mir was über die Piraten. Erzähl mir was über die Piraten. Ei. Wer ist Douglas? Wer ist Douglas? Leichtmatrose. Pfiffiger Bursche. Kann gut klettern und einen Säbel schwingen. Wir haben ihn losgeschickt. Er sollte die Gegend beobachten. Welche Gegend?
Na, hier ums Lager herum. Er hat sich in Richtung des kleinen Strandabschnittes im Osten aufgemacht. Vielleicht ist er auch in einer der Höhlen hier verschwunden. Na, großartig. Das war's dann für ihn, ne? Ich suche die Piratenbraut Patty. Ich suche die Piratenbraut Patty. Tatsächlich? Was willst du denn von der frechen Kratzbürste? Sie ist meine Schwester. Ach so. Na dann, nichts für ungut. Ja, ja. Sie ist schon vor einiger Zeit von uns gegangen. Im Norden von hier, gegenüber der großen Bucht, gibt es eine vorgelagerte Insel. Dort hat Patty ihr Lager aufgeschlagen. Wenn du Glück hast, ist sie immer noch dort. Ah ja, danke. Ich möchte mehr über die Meuterei wissen. Ich möchte mehr über die Meuterei wissen. War eine ganz schöne Schweinerei. Bruce glaubt, dass Patty das Piratennest auf Takarigua in Brand gesteckt hat. Ich habe ihm vertraut, wie wir alle. Wer weiß schon, was in so einem Frauenschädel vorgeht. Aber kurz nachdem wir hier an Land gingen, hat sie sich mit einem beherzten Sprung ins Wasser aus dem Staub gemacht. Zähes Biest, sag ich dir. Was kannst du mir über Hawkins sagen? Was kannst du mir über Hawkins erzählen? Redet ständig mit sich selbst. Da stimmt irgendetwas nicht mehr in seiner Kombüse, wenn du verstehst, was ich meine. Mm. Ist aber sonst ein verlässlicher Kerl. Leider machen sich die Jungs wegen dem, was er von sich gibt, langsam ins Hemd. Weicheier. Ob er da von Mara was abbekommen hat, damals, als er mit unserem anderen Helden gesegelt ist? Das könnte schon durchaus möglich sein, ne? Wie stehst du zu Bruce? Wie stehst du zu Bruce? Hey, ich war stets loyal, bin ihm gefolgt, selbst als er gegen Patty gemeutert hat. Aber inzwischen glaube ich, dass er den Verstand verloren hat. Ich sage dir, nimm dich vor ihm in Acht. Mhm. Ja, mal. Ich will was lernen. Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Stichwaffen lernen, Schwerter lernen. Schwerter steigert dein Schwertertalent um 10. Hiebwaffen und kugelsicher. Hiebwaffen steigert dein Hiebwaffentalent um 10 pro Stufe und kugelsicher. Fleischwunden machen dir nichts aus. Und überhaupt alles, was dich nicht tötet, macht dich nur noch härter. Steigert kugelsicher um 10. Das wäre nicht schlecht. Ich habe nicht genug Gold. War zu befürchten. Verkaufen. Was kannst du verkaufen? Kopftücher vor allem. Die schauen sicher schick aus. Gibt es da für uns schon was Kamotteres? Bunte Hose. Schaut nett aus, ne? Das, was wir eigentlich haben, ist okay. Was können wir denn an Plunder verkaufen? Bärdeln haben wir nur mehr 2, Jade, Zungen, puh. Schaufel könnt ihr mal 3 haben, eine reicht uns sowieso. Passt. Ich glaube, das geht, mehr geht dabei eh nicht. Mit Moral und so einem Quatsch. Wirst schon merken, was du davon hast. Ja, laber du nur. Schildkröte, ich dachte, hier wäre noch eine Muschel, da habe ich mich verguckt. Ah, da drüben ist was, glaube ich, oder? Nein? Achso, Sandteufel sind hier. Wo ist eigentlich... Obwohl, er ist ja da. Ich dachte schon, wo ist unser Bones? Sehr gut. So muss das ausschauen. Was? Hä? Keine Ahnung, das war gerade komisch. Servus, wer bist du? Colby. Hey, du bist doch hoffentlich keiner von Boos Idioten, oder? Nein. Gut, ich kann den Sack nicht mehr ausstehen. Mach dir einen auf wichtig. Fast jeder tanzt nach seiner Pfeife. Aber ich lasse mir gar nichts mehr sagen. Du nimmst den Mund ganz schön voll. Gibt's einen Grund für deine miese Laune? Gibt's einen Grund für deine miese Laune? Und ob es den gibt. Als wir noch auf Takarigua waren, habe ich das Piratenlager bewacht. Und was gibt es hier zu bewachen? Eine Schaufel voll Sand. Ja und? Wo ist das Problem? Jeder Arsch denkt, die lange Überfahrt hat mich weich gemacht. Ich muss mir mal wieder etwas Respekt verschaffen. Gibt es hier eine Prinzessin, die gerettet werden muss? Oder wie hast du dir das vorgestellt? Du, pass bloß auf, sonst rutscht mir die Faust aus. Kann dir doch egal sein, was die Leute über dich denken. Erzähl mir von der Überfahrt hier. Ja, ist besser. Erzähl mir von der Überfahrt hierher.
Ach, was gibt's da schon großartig zu erzählen? Eines Tages brannte auf Takarigua das Piratennest völlig aus. Ich bin mir nicht sicher, wer das Feuer gelegt hat. Sicher ist nur, dass wohl nichts davon verschont wurde. Unsere Rumvorräte haben wohl einen prima Brandbeschleuniger abgegeben. Und was ist dann passiert? Okay, mehr will ich gar nicht wissen. Na, was ist dann passiert? Und was ist dann passiert? Na, wir haben in Windeseile unseren Krempel zusammengeräumt. Zum Glück war das Schiff von Stahlbarts Tochter im Hafen vor Anker. Wir also rauf auf den Kahn und weg von der Insel. Wollten ja nicht als Holzkohle enden. Und wie geht's weiter? Okay, will ich nicht wissen. Na, wie geht's weiter? Und wie geht's weiter? Naja, auf hoher See wurde es dann nochmal richtig ungemütlich. Buß hat eine Meuterei angezettelt und wir sind ihm alle wie eine blinde Kuh gefolgt. Dachten damals, der wird schon wissen, was er da tut. Als wir dann auf Kila vor Anker gegangen sind, haben wir uns in zwei Gruppen geteilt. Das war's dann auch im Großen und Ganzen. Okay, mehr will ich gar nicht wissen. Gut. Kann dir doch egal sein, was Leute über dich denken. Kann dir doch egal sein, was die Leute über dich denken. Eben nicht. Ich habe mir meine Stellung damals hart erarbeiten müssen. Die meisten Leute, die als Wasserträger anfangen, sterben auch als Wasserträger. Aber den Wasserträger habe ich lange hinter mir gelassen. Wenn du mehr Respekt willst, wüsste ich eine Lösung. Duell vorschlagen. Lösung? Wenn du mehr Respekt willst, wüsste ich eine Lösung. Wir prügeln uns. Gewinnst du, wissen die Jungs, dass du es noch drauf hast. Und wenn du verlierst? Was nicht passieren wird? Ich sagte nur, wenn du verlierst. Ja, ja, halt mal für einen Moment den Rand. Mir ist da gerade etwas eingefallen. Na, dann lass mal hören. Jetzt lass uns endlich anfangen. Na, lass mal hören. Na, dann lass mal hören. Ah, ich habe deine Aufmerksamkeit. Bin mir sicher, die Idee wird dir gefallen. Oh je. Pass auf. Du lässt dir von mir die Fresse polieren. Als Wiedergutmachung kaufe ich dir Tafelsilber zum Spitzenpreis ab. Dann habe ich den Respekt der Jungs und du kannst viel Gold machen. Ich denk drüber nach. Bist du ein guter Kämpfer? Lass uns gegenseitig aufs Maul hauen. Was will jemand wie du überhaupt mit Tafelsilber? Kämpfer? Bist du ein guter Kämpfer? Zumindest weiß ich, wie ich mich verteidigen kann. Wenn du etwas wissen möchtest, frag mich einfach. Vielleicht kann ich dir ja noch was beibringen. Tafelsilber? Was will jemand wie du überhaupt mit Tafelsilber? Gold ist doch viel wertvoller und praktischer. Na, was passiert wohl, wenn sich hier rumspricht, dass ich Gold horte? Richtig, ich krieg kein Auge mehr zu und hab außerdem noch die Eingeborenen am Wickel. Aber Silberbesteck ist viel unauffälliger und bringt dir fast genauso viel ein. Ah, ja. Aha. Na dann, noch das ich mit will Lernen. Was willst du wissen? Gegenangriff lernen. Mit dieser Fähigkeit kannst du Angriffe deines Gegners mit einem eigenen Angriff unterbrechen und Klingendänzer lernen. Deine Angriffe prasseln blitzartig auf deinen Gegner nieder. Deine Angriffsgeschwindigkeit verbessert sich. Okay. Lass mal, dann würde ich sagen, aufs Maul hauen, lass uns besiegen und gut ist. Gut, und denk dran, wenn du zu Boden gehst, kaufe ich dir Tafelsilber zum Vorzugspreis ab. Silberteller und Silberpokale. Ich stehe auf das Zeug. Ja, ja, jetzt zieh endlich deine Waffe. So. Genau so. Ein bisschen mal das so gegenschlagen, dass es ausschaut wie ein echter Kampf. Reiß ihm den Kopf ab! Ne? Der ist aber ziemlich schwach. Au. Au. Na, der heilt uns ja. Und zack. Oh. Jetzt kommt der Affe schauen. Hm, geht's dir gut? Kann ich bitte wieder aufstehen? Danke. Und? Jetzt wird mir jeder den nötigen Respekt erweisen. Hier, nimm einen Rum und erhol dich gut. Und wenn du Silberpokale und Silberteller loswerden willst, komm zu mir. Alles klar. Quest abgebrochen, Schlangen der Argumente. Das passt schon jetzt so, oder? Wenn wir gewonnen hätten, wäre es halt anders gekommen, ne? So meine ich, ne? Also. Wä? Wird schon passen, oder? Will was lernen. Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Könnten wir... Gold braucht es einen Haufen. Nahkampf. Ach, das lassen wir lieber. Und der nächste.
Was haben wir hier Schönes? Da wächst doch was. Ah, na, das ist nichts. Okay, das war nur dieser Seeteufel. Ups. Das hat gerade so komisch ausgeschaut. Ich dachte, das wäre eine besondere Blume. Hi, Red. Was macht so ein Typ wie du auf einer Insel wie Kila? Sag nichts. Deine Nussschale hat Leck geschlagen und jetzt stehst du dumm da. Dicht dran, aber leider falsch. Ach was. Und was hat dein Hintern dann hier verloren? Zu einem einmal den Part beenden und im nächsten geht's dann weiter. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!